Ich war maßlos überfordert mit der Situation vor Ort und habe mich auch nicht immer richtig verhalten. Ich habe aus einigen Fehlern bestimmt Gott sei Dank gelernt, aber bin halt auch damit jetzt irgendwie gewachsen und habe mich als Mensch weiterentwickelt. Reality TV ist alles Mögliche, aber nicht unbedingt real. Diese Botschaft dürfte mittlerweile auch bei den ZuschauerInnen in den hintersten Reihen angekommen sein. Wie toxisch die Zustände hinter den Kulissen oft wirklich sind, kommt in letzter Zeit aber mehr und mehr ans Licht. Damit herzlich willkommen bei OX. Wie sieht die Realität hinter Reality TV heute tatsächlich aus und wie kann man Casting, Dating und Trash-TV-Shows so gestalten, dass sie moralisch vertretbar sind? Darüber diskutieren wir heute mit Reality TV-Persönlichkeiten selbst. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Liana erklärt uns, warum sie gegen die Show ausgepackt hat und gibt uns ihre Sicht auf den öffentlichen Rechtsstreit mit den SendungsmacherInnen. Die Ausstrahlung hat mich so schockiert, weil da ein ganz anderer Mensch gezeigt wurde, als so, wie ich mich während der Show gezeigt habe und auch so, wie ich bin und wie mich mein Umfeld wahrgenommen hat. Luis, der selbsternannte Tinder-King aus der Erfolgsshow Tinder Reisen, erzählt uns, wie sich die Teilnahme an der Sendung auf sein reales Leben ausgewirkt hat. Am Anfang war es schon schwierig für mich. Am Anfang war es schon, die langen Tage machen mir sehr zu schaffen. Und Timo Junior bringt Real Rap in die heutige AUX Live-Session. Vor dieser Folge haben wir auch euch, unserer Community, die Möglichkeit gegeben, eure brennendsten Fragen zum Thema Reality TV zu stellen. Und zwar nicht an irgendwen, sondern an Are You The One und Germany's Next Topmodel Star Zoe Saib. Hey, ich bin Zoe Salome Saib und widme mich gleich all euren Fragen zum Reality TV. Hi Zoe. Hey Zoe. Hey Zoe. Hi Zoe. Ja, was geht ab, liebe Zoe? Hey Zoe. Hey Zoe, Marco hier. Meine Frage an dich ist, was hat dir mehr Spaß gemacht? Germany's Next Topmodel oder I Am The One? Grüße. Das ist schwierig zu sagen. Germany's Next Topmodel war meine erste Sendung. So bin ich in das Ganze eingestiegen. Ich habe lange Zeit gedreht mit ihnen, war viel unterwegs und ich glaube, eine bessere Ausbildung fürs Fernsehen hätte ich gar nicht absolvieren können, meiner Meinung nach. Ich möchte die Zeit auch um nichts missen, aber vom Spaßfaktor her ist natürlich Are You The One eine andere Liga. Man kann trinken abends, man feiert jeden Tag, man ist mit coolen Leuten zusammen in einer coolen Villa mit schönem Ausblick. Hi Zoe, meine Frage an dich wäre, ob es Sendungen gibt, wo du dir denkst, da würdest du auch gern mitmachen und welche Sendungen da gar nicht in Frage kommen würden und ob du sowas wie ein Traumformat hast. Also ich habe auf jeden Fall ein Traumformat und das ist Let's Dance. Ich finde dieses Format so toll und so spannend, weil man echt über sich hinauswachsen kann. Es ist natürlich knochenhart, aber echt, glaube ich, eine tolle Zeit. Und ich würde auch sehr, sehr gerne bei Couple Challenge mitmachen, weil das auch wieder etwas ist, wo man über sich hinauswachsen kann und nicht so alleine dort ist, sondern auch eine Freundin oder seinen Partner oder so mitnehmen kann. Absolut überhaupt nicht würde ich mit meinem Partner zu Temptation Island oder Sommerhaus der Stars gehen, weil ich finde, dass das echt zu einem großen Riss in der Beziehung führen kann. Hallo, ich bin der Philipp und ihr kennt mich von Ex on the Beach, der zweiten Staffel. Ja, so, ich habe auch eine kleine Frage für dich. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen in Wien sogar gesehen. Und da habe ich dich ja schon mit Fragen durchlöchert und jetzt habe ich eine kleine Insider-Frage für dich, weil es mich auch betroffen hat bei Ex on the Beach. Wie war es für dich so nach der Show? Gab es da auch einige Leute, mit denen du dich dann nicht so verstanden hast wie in der Show, dass sie einfach ja, ein Spiel vorgespielt haben während der Show und dann halt komplett andere Menschen waren nach der Show? Ja, natürlich. Diese Erfahrung macht man, glaube ich, bei jeder Show, wo man teilnimmt. Manche gehen halt mit anderen Intentionen rein, als sie es vielleicht zugeben. Und man ärgert sich oft im Nachhinein, aber es ist wie im echten Leben. Manchmal wird man getäuscht von Leuten. Manche wollen halt echt einfach nur Sendezeit oder auffallen und tun aber so, als würden sie zum Beispiel wie jetzt bei Are You The One die große Liebe suchen. Und ja, manchmal glaubt man auch, das ist ein total netter und offener Mensch. Im echten Leben sind sie aber vielleicht ein bisschen hinterrücks. Das passiert natürlich oft und gehört auch irgendwie dazu. Aber ich glaube, das kann nicht nur im Fernsehen passieren, sondern das ist ja im echten Leben auch so. Das war jetzt der erste Teil und ich freue mich gleich, im zweiten Teil mehr von euren Fragen zu beantworten. Bis gleich.
Auf unserer Couch hat mittlerweile ein weiterer Reality-TV-Star, ich will fast sagen Reality-TV-König, Platz genommen. Boah, kein geringerer als Luis. Naja, ist der Name, Luis Tinderking. Ja. Gut. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Und per Videocall ist uns eine junge Frau zugeschaltet, die dieses Jahr für sehr viele Headlines gesorgt hat. Ich freue mich sehr, dass Liana Kakua zugeschaltet ist. Hello. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Warum wir ausgerechnet euch beide in eine Folge über Reality-TV bzw. die Realität hinter Reality-TV eingeladen haben, das hören wir jetzt. Liana Kagua, die Whistleblowerin von Germany's Next Topmodel, hat sich das getraut, was keine Teilnehmerin vor ihr gewagt hat. Sich gegen ihr Image als sogenannte Staffelzicke und gegen die Produktionsfirma zu stellen. Ihr skandalöser Live-Ausstieg im Finale war nur der Start ihrer Kampagne gegen Cybermobbing, die jetzt auch ganz offiziell den Namen Love Always Wins trägt. Luis trägt nicht umsonst den Nachnamen Tinderking. Swipen war ihm nicht genug, so ist er der Star der beliebten Reality-TV-Sendung Tinderreisen geworden. Heute datet er nicht nur international, sondern auch in Full HD. Vielleicht führt ihn eine seiner Reisen ja auch mal ins Dschungelcamp. Was ist euch lieber, Reality oder TV? Und bei welchem Format würdet ihr niemals mitmachen? Das ist geil, das ist wie bei Herzblatt ein bisschen. Ist sie, gell? Ja. Aber ich würde gerne bei der zweiten Frage einhaken. Ihr habt beide Reality-TV-Erfahrung, aber welches Format wird auf gar keinen Fall für euch in Frage kommen? Luis? Adam und Eva. Warum? Da wäre ich mir dann zu, da bin ich, das ist mir zu weird. Ich bin kein FKK-Typ, ich habe kein Problem mit Nacktheit natürlich, aber dieses ständige, da fühle ich mich, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht, kann es nicht. Liana, fällt dir ein Format ein? Ich glaube, mir würde kaum ein Format einfallen, bei dem ich wieder mitmachen würde. Also mich haben alle angefragt. Ich habe sie alle abgelehnt. Also nach Germany's Next Topmodel, das waren so Horrorerfahrungen. Also Let's Dance ist vielleicht das einzige Format, wo ich noch reingehen würde. Nur damit wir mal quasi alle auf demselben Wissensstand sind. Du warst 2020 Finalistin bei Germany's Next Topmodel und hast aber dieses Jahr, zwei Jahre später, ein YouTube-Video hochgeladen, das sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat, weil du ziemlich brisante Vorwürfe an die Produktion, an die Sendung allgemein gestellt hast. Willst du für uns mal die Grundvorwürfe oder das Problem an der Sache so kurz und knapp wie möglich zusammenfassen? Ja, genau. Also ich war 2020 Teilnehmerin, wie gesagt, bei Germany's Next Topmodel. Das war auch immer mein größter Traum. Ja, die Ausstrahlung hat mich so schockiert, weil da ein ganz anderer Mensch gezeigt wurde, als so, wie ich mich während der Show gezeigt habe und auch so, wie ich bin und wie mich mein Umfeld wahrgenommen hat, dass ganz schnell aus meinem Traum ein riesengroßer Albtraum geworden ist, weil es halt bei mir eine heftige Art von Cybermobbing nach sich gezogen hat. Also minütliche, sekündliche Beleidigung aller Art war sowieso Standard, aber auch Bedrohung. Also mir wurde ein Mord angedroht, schwerste Vergewaltigung wurde mir angedroht, dass man mich zusammenschlägt, wenn man mich sieht. Und tatsächlich haben auch leider manche das ein bisschen zu ernst genommen. Also ich wurde auf offener Straße beleidigt und bespuckt. Und die ganze Zeit, jede Woche, für Woche kam eine neue Folge Germany's Next Topmodel raus und es hat sich nichts an der Art der Ausstrahlung geändert, obwohl ich so oft danach gebittelt und gebettelt habe, mich am liebsten einfach nur noch rauszuschneiden. Und deswegen war mir eigentlich klar bis zum Finale, das ist keine Show, mit der ich mich mehr identifizieren möchte und deswegen bin ich freiwillig live ausgestiegen. Was mir am ehesten hängen geblieben ist, ist, dass du den SendungsmacherInnen Manipulation vorwirfst. Kannst du ein bisschen erläutern, wie diese Manipulation ausschaut? Weil ich glaube, das ist das, wo man sich als Außenstehender schwer tut, vorzustellen, wie das dann tatsächlich abläuft. Absolut. Also da hat die Produktionsfirma ganz bestimmte Mechanismen. Ein ganz klassischer Beispiel ist das Wiederholen der Frage. Also wenn uns eine Frage gestellt wird von dem Redakteur oder der Redakteurin, müssen wir die Frage wiederholen. Das ist dann sowas wie, ja, Maribel war ja ziemlich schlecht diese Woche. Denkst du denn, sie kommt trotzdem weiter? Und du antwortest mit, ja, sie kommt trotzdem weiter. Nein. Frage wiederholen. Das heißt, du musst sagen, Maribel war schlecht diese Woche. Ich glaube, sie kommt trotzdem weiter. Dadurch haben sie aber einen Satz, den du nie formuliert hast. Und zwar, Maribel war diese Woche schlecht.
Und in meinem Fall war es ganz häufig so, dass immer nur der erste Satz, also der wiederholte Satz ausgestrahlt wurde. Und dadurch wurden einfach meine Meinungen oder meine Aussagen ganz einfach manipuliert, die ich so niemals treffen würde, sondern nur durch diese Frage wiederholen. Dann gab es auch noch ein ganz klassisches Beispiel, was eigentlich so gut wie jede Folge so oder so ähnlich stattgefunden hat. Wir saßen alle zusammen, haben uns super gut verstanden, waren viele Mädchen, ich glaube 10 oder 12 Mädels saßen wir zusammen und wir hatten so ein Kartenspiel, das haben wir super gerne gespielt. Irgendwann wurde die Redakteurin richtig sauer, kam zu uns, riss uns wirklich beim Spiel, riss sie uns die Karten aus der Hand mit den Worten, ihr seid langweilig, das will doch kein Mensch sehen, redet mal über Johanna. Und das sind so diese ganz klassischen Lästersituationen, die jeder Zuschauer kennt, jeder Zuschauer hasst, aber auch irgendwie liebt und uns dafür hasst, dass wir da sitzen und lästern. Aber diese Situation wäre niemals so zustande gekommen, hätte man uns einfach real sein lassen. Luis, jetzt bist du auch Reality-TV-Veteran an diesem Punkt schon fast. Hast mehrere Formate gemacht. Hast du selbst irgendwann mal negative Erfahrungen gemacht, die vergleichbar sind in irgendeiner Form? Oder war es für dich von Anfang an eine positivere Erfahrung, Reality-TV zu machen? Ich habe, Gott sei Dank, und es tut mir auch sehr leid für dich, dass du dass du das erfahren hast. Ich weiß, ich kenne ja dich nicht und ich kenne auch nicht dein Video. Mal, das muss ich mal auch dazu sagen. Also wirklich, Manipulation, so wie du das sagst, klingt sehr negativ. Manipulation ist nicht immer was Negatives, muss nicht immer so sein. Also, ich glaube, in dem Fall geht es halt vor allem darum, welche Konsequenzen das dann im Fall von Liana hatte, die offensichtlich sehr, sehr negativ sind. Also, dass es halt Real-Life-Consequences für Leute hat. Das ist geschissen. Also, das ist einfach geschissen. Das gehört aber nicht der Normalität an. Das, was dir passiert ist, ist einfach wirklich blöd. Also, Redakteure tun Dinge, damit sie etwas bekommen, wofür sie bezahlt werden. Und das ist Story, Story, Story. Wie sie das machen, sei dahingestellt. Also, es ist immer auch so eine Sache, von Menschlichkeit. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie du überhaupt zu Reality-TV gekommen bist. Also war das deine persönliche Entscheidung, dass du dir gedacht hast, ey, das ist, I'm born for this, ich mach das, oder wurdest du gescoutet, oder wie hat es funktioniert? Ja, ich habe das einfach gemacht, I'm born for this, ja. Ich mach schon lange Fernsehen. Und habe dann irgendwie, bin ich dann vor die Kamera geraten. Aber das war schon immer so, ich war schon als Kind auch immer vor der Kamera und dann habe ich immer so gewechselt vor und hinter der Kamera. Das war schon mein Leben lang so. Das hat sich jetzt bis jetzt auch noch so gezogen. War Tinder Reisen dein erstes Format, das du gemacht hast? Nein, ich habe schon davor ein paar Dating-Formate gemacht, aber von denen weiß natürlich nur niemand. Tinder Reisen war einfach sehr erfolgreich, ja. War irgendeins von den Formaten, die du gemacht hast, oder irgendeine bestimmte Folge sehr challenging für dich? Oder ist es für dich immer easy? Nein, am Anfang war es schon schwierig für mich. Am Anfang war es schon, die langen Tage machen mir sehr zu schaffen. Vor allem das frühe Aufstehen macht mir sehr zu schaffen. Was mir wirklich schwer gefallen ist, ist am Anfang das richtig hart schmusen vor der Kamera ist mir schwer gefallen, doch. Wie das die anderen Leute machen, dann in anderen Formaten da so rumvögeln und da rumkadern. Keine Ahnung, wie die das machen. Also ich lasse mich dann natürlich auch auf die Situation ein und so. Und das gehört dazu und das weiß ich auch. Und das ist eigentlich so mein eigenes Problem, was ich dann mit mir selber habe, einfach danach. Ja. Liana, ich komme wieder zu dir an dieser Stelle. Du hast ja dann in Folge auch, nachdem du dieses Video gepostet hast, ist die ganze Sache letztendlich bei Gericht gelandet. War das Ergebnis oder das Zwischenergebnis bis dato ein Erfolg für dich? Also das Urteil vom Gericht war tatsächlich ein voller Erfolg. Mir wurde von der Produktionsfirma und von Seiten von ProSieben in 5 Punkten vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Von denen habe ich 2,5 gewonnen, 2,5 verloren. Aber die 2,5, die ich verloren habe, das sind also wirklich, an diese Punkte wird man sich nicht mal mehr erinnern, nachdem man mein Video gesehen hat. Also das Wichtigste, was du auch angesprochen hast, war die Manipulation am Set. Da hat mir das Gericht ganz klar recht gegeben. Das hat so stattgefunden. Genauso wie gewisse Verbote am Set in Hinsicht auf Lebensmittel, was ich auch für sehr, sehr kritisch halte, weil Germany's Next Topmodel in den letzten Jahren bei vielen jungen Menschen Essstörungen begünstigt hat. Von daher war das wirklich ein voller Erfolg. Die Hauptkritikpunkte wurden mir sogar jetzt gerichtlich
wirklich bewiesen. Und das hat jetzt nochmal für mich eine ganz andere Aussagekraft. Das heißt, eigentlich de facto ist nicht Reality-TV per se das Problem, sondern wie Reality-TV gestaltet wird. Das heißt, die eine Sendung kann so sein, die andere Sendung kann wahrscheinlich auch so sein. Oder was würdest du dazu sagen, Luis? Ich weiß nicht, wie das produziert wird, das Format, aber man sollte schon wissen, auch als Laie, wie, was dabei rauskommt. Also ich meine, du siehst ja, du hast ja die folgenden Staffeln gesehen und du weißt ja ganz genau, wie das laufen kann und wie das dann im Endeffekt aussieht. Warum warst du so überrascht über den Output, der da rauskam? Das ist ganz, ganz einfach erklärt. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich häufig höre. Naja, man weiß ja, es gibt diese Zicke. Genau. Das weiß man. Aber weißt du, was du nicht weißt, Luis? Dass du jeden Menschen als Zicke schneiden kannst. Ich bin nämlich dahingegangen mit der Überzeugung, ja gut, wenn ich mich aber nicht zickig verhalte, dann kann ich auch nicht zickig ausgestrahlt werden. Wie du gesagt hast, es ist Fernsehen, es geht um Quote. Da war ich einfach zu naiv. Ich dachte, gut, wenn ein Mensch vor mir steht, der wird mit mir die Wahrheit reden. Und wenn er vor mir steht, mit mir weint, mit mir lacht, mir jeden Tag kommt, Eliana, ich mag dich so, das wird er mir nicht 3 Monate lang nur so tun, als ob. Und das habe ich unterschätzt. Ich habe unterschätzt, dass ich es nicht in der Hand habe, wenn ich in diese Show reingehe, ob ich das Publikumsliebling oder das Publikumshassobjekt bin. Das wusste ich vorher einfach nicht, habe ich nicht in der Hand. Und das muss man wissen. Deswegen gibst du auch alle Rechte ab an all deinen Bildern. Das heißt, du darfst schneiden damit, was du willst, kannst Sätze rauscutten, wie du das möchtest. Habe ich erst im Nachhinein verstanden. Deswegen müssen wir das alles unterschreiben. Wir kommen an dieser Stelle zu Teil 2 unseres Q&As mit Zoe Seib, in dem sie auch auf einen alten Bekannten trifft. Hi Zoe, mich würde interessieren, wie groß eigentlich der Konkurrenzkampf unter den Reality Stars ist. Und ob du mit Leuten, mit denen du in einer Sendung warst, vielleicht noch befreundet bist? Ja, der Konkurrenzkampf ist natürlich schon irgendwo groß. Es gibt viele Formate, aber es gibt natürlich nur eine Handvoll Formate, die auch wirklich angesehen sind. Da möchte natürlich jeder rein. Aber andererseits unterstützt man sich schon auch viel, da Social Media ja auch dazugehört. Und so postet man sich gegenseitig und pusht sich so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht nur die Ellbogentechnik, die gefahren wird. Und ich habe auf jeden Fall mit einigen Leuten noch Kontakt und bin auch mit einigen Leuten, würde ich sagen, befreundet, ja. Hey Zoe, ich frage mich, wie du damit umgegangen bist, in deiner Jeremy's Next Topmodel Staffel als zickig geframed zu werden und wie viel deiner Meinung nach tatsächlich von deiner eigenen Person gezeigt wurde. Ja, es war natürlich nicht schön, so viele schlechte Kommentare über sich zu lesen. Und ich war ja auch noch wesentlich jünger. Sei es jetzt zickig oder alle möglichen Kommentare, die da gefallen sind, da ja auch versucht wurde, einiges über mein Sexleben preiszugeben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war maßlos überfordert mit der Situation vor Ort und habe mich auch nicht immer richtig verhalten. Aus Fehlern lernt man und ich habe aus einigen Fehlern bestimmt Gott sei Dank gelernt, aber bin halt auch damit jetzt irgendwie gewachsen und habe mich als Mensch weiterentwickelt. So, meine Frage an dich, wir haben uns ja bei Are You The One kennengelernt und ich würde ganz gerne wissen, vor Are You The One, kanntest du mich da schon und wenn ja, wie war da dein Eindruck von mir? Was hast du so gedacht, bevor es losging, als du mich gesehen hast? So, hast du ja negativ gedacht oder positiv oder wie war dein Eindruck? Den würde ich gerne wissen, das würde mich mal interessieren. Alles klar, mach's gut. Ja, hallo mein lieber Kelvin. Frech, dass du mich nicht persönlich fragst, du Rabauke, aber ist in Ordnung. Ja, ich kannte dich von Temptation Island tatsächlich. Ich fand es natürlich zum Ansehen sehr witzig, würde es als Partnerin dann, glaube ich, nicht so witzig finden, dein Verhalten da. Und bin eigentlich sehr unvoreingenommen an das Ganze rangegangen, weil ich ja weiß, dass natürlich auch einiges zum Schnitt dazugehört und auch dem Alkohol in gerade solchen Formaten zu verdanken ist. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, dass die ersten paar Tage ein bisschen holprig waren zwischen uns und wir nicht so ganz auf einen grünen Zweig miteinander gefunden haben, aber ja, nach 3-4 Tagen habe ich dich sehr lieb gewonnen und kann eigentlich echt nichts Schlechtes zu dir und deiner Person sagen. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch auch die richtigen Antworten liefern. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße. So, fertig. Sowohl positive als auch negative Erfahrungen, die Zoe sich aus ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel mitnimmt, aber aus denen sie ihrer eigenen Aussage nach auch viel gelernt hat. Liana,
Wo würdest du sagen, hast du dir am meisten noch mitgenommen aus dieser Zeit? Generell die ganze Zeit war für mich super, super wichtig. Ich bin sowieso so ein Mensch, der glaubt, dass alles im Leben passiert, wie es passieren soll. Ich mache seitdem meine Kampagne Love Always Wins, habe jetzt vor 2 Wochen den Verein gegründet. Das heißt, mein Beruf besteht hauptsächlich darin, gegen Cybermobbing aufzuklären, gegen Cybermobbing zu kämpfen, Liebe in die Welt rauszutragen. Von daher, ja, ich bin ein ganz anderer Mensch und ich bin dem Schicksal oder Gott, wem auch immer, dankbar dafür, dass ich durch diese schlimme Zeit gegangen bin, weil ich dadurch ein viel stärkerer Mensch geworden bin. Jetzt habe ich eine abschließende Frage an euch beide eigentlich. Was macht für euch am Ende des Tages gutes Reality-TV aus? Auf der einen Seite, wie gehen Sie mit Ihren Kandidatinnen und Kandidaten um? Wie offen und ehrlich ist man oder wie geschult sind die Kandidaten schon, die da reinkommen? Also haben sie vielleicht schon mal 3, 4 Formate mitgemacht und sie sind ein bisschen wie Luis drauf oder sind halt absolute Laien, die das halt nicht abschätzen können. Also das ist halt für mich der erste Punkt, der mir super wichtig ist. Und auf der anderen Seite, aber ich weiß, da bin ich vielleicht mal Reality-TV ein bisschen an der falschen Adresse, welchen Mehrwert bietet es dem Zuschauer? Jetzt bin ich auf Luis' Antwort gespannt. Ja. Genau umgekehrt. Ich sehe immer so Leute, die nach einem schweren Arbeitstag nach Hause kommen, sich nicht so wie schön dieses Sofa hier, sondern auf ein anderes Sofa dann sich so hinsetzen. Und dann einfach nur draufdrehen und laufen lassen. Und dann schreit irgendwo das Kind und dann muss man da hin. Und dann sage ich so, nein, ich will noch sehen, ob die sich noch schmusen oder nicht. Warte kurz. Das ist so. Also für mich ist das einfach wirklich reine. Und also so, ich will den Leuten einfach mal kurz ihre Sorgen nehmen, ne, und ihnen keine Sorgen machen. Also, aber ja. Ich glaube, da sind wir wirklich beide auf einer anderen Wellenlänge. Wir machen, oder du hast es ja gemacht, mit einer ganz anderen Intuition, warum ich das mache. Ja. Aber so ist das halt, ne? Ach du, Luis, dadurch, dass ich die andere Seite schon mitbekommen habe, auch wie viele Menschen richtig Hass entwickeln, dadurch, dass sie das gucken, weiß ich auch, selbst wenn du das dir anguckst, nur weil du Feierabend machen willst, wenn du danach Hass fühlst, egal in welche Richtung, dann ist das nicht entspannt für dich. Und das ist sowieso eine psychische Belastung, auch wenn du nur 5 Kandidaten davon hast. Aber du gehst ins Netz, du verbreitest Hass, weißt du, wie das in dir selber dann rattert, du gehst mit diesem wütenden Gefühl dann schlafen. Aber nach Luis' Erzählung sollte ich mir vielleicht mal das österreichische Reality-TV-Universum angucken. Vielleicht gibt es da eine Show, die mir besser gefällt. Du bist auf jeden Fall immer herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich hoffe, wir können dich irgendwann mal in Real Life begrüßen. Vielen Dank an euch beide fürs Zeitnehmen, fürs Diskutieren, fürs Standpunkte erklären. War eine sehr, sehr spannende Unterhaltung. Wir kommen an dieser Stelle tatsächlich zu den Event-Highlights presented by Ö-Ticket. Lou Ezreal spielt am 25.11. in Melk in der Kulturwerkstatt. Sohn tourt durchs Land und macht dabei am 4.12. im Wiener WUK, am 5.12. im Posthof Linz und am 6.12. im Salzburger Rockhaushalt. Muse kommen am 3.6.2023 zum Wiener Neustadt Open Air und Deichkind beehren am 21.06.2023 die Wiener Stadthalle. Und wir kommen damit zum Ende der heutigen Folge von AUX. Aber wie immer gibt es natürlich eine AUX Live Session. Heute von Timo Junior mit einem sehr vielversprechenden Titel: AUX Freestyle. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao, bis nächste Woche. Was geht ab? Timo Junior bei AUX. Check this up. Yeah, ey, wir pushen Peace, wir pushen Power. Back auf seinem Rap-Shit, wer weiß, wie lange es noch dauert. Langsam zähle ich Blessings. Real Hustle, das ist real shit, denn der Fake Shit bockt mich echt nicht. Du kennst den Vibe, trag die Weste, weißt du nicht dreckig. Vieles Show wie bei Wrestling, bleibe true, nein, ich cap nicht. Bring nach Linz wieder Magic, sag mir, bist du ready? Step in Modemarken von Taubenmarkt bis zur Promenade. Kids geben High Five und fragen mich, können wir Foto machen? Ich sag Euder und nicht Alter, blondes Girl aus dem Balkan. Aus der Gegend, wo ich herkomme, heißen Väter Herbert oder Walter. Labels wollen, dass ich meinen Sound austausch. Ich geb dir Kicks all around house und mach die Songs nur für Soundcloud. Ich find dich nicht sympathisch und ich find euch nicht sympathisch. Wir könnten Freunde sein, ja, ja, voll cool, doch sorry, ich mag nicht. Werd jetzt nicht theatralisch, das alles ist nicht so tragisch. Danke für die Einladung. Ich geh nicht auf Partys, fahr mein Film lieber lonely. Timo Junior, one and only.
hab den Hunger von Youngstars, doch versteh das Game wie ein OG. Fahr mein Film lieber lonely, low, low, lonely. Fahr mein Film lieber lonely, low, low, lonely. Fahr mein Film lieber lonely, Timo Junior one and only. Hab den Hunger von Youngstars, doch versteh das Game wie ein OG. Fahr mein Film lieber lonely,